Ja, hallo Freunde. Heute will ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr einem einzelnen Programm, ja, Anwendung, dem Internetzugang blockieren, sperren könnt, ja, damit dieses zum Beispiel nicht mehr, ja, nach Hause telefonieren kann, wie man so sagt. Genau, das geht wirklich recht schnell und einfach. Alles, was wir tun müssen, ist uns eine Regel einfach zu erstellen in den Windows Firewall. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt ganz schnell. Und zwar entweder, also für Windows 8 User hier, da können einfach die Windows-Taste hier drücken, ja, und dann einfach Windows Firewall, also wf.msc eintippen hier und das hier einklicken, ja. Und schon gelangt man hier auf dem, ja, Firewall-Einstellungen hier. Oder man kann natürlich auch hier mit ausführen und ja, mit wf.msc und Enter. Ja, ist das gleiche. Wege gibt es da viele. Genau. Genau, jetzt werden wir uns eine neue Regel erstellen und ein Programm blockieren, ja, was wir den Internetzugang sperren möchten. Wir müssen einfach die Exe-Datei blockieren hier. Und zwar hier auf der linken Seite gehen wir auf ausgehende Regeln hier. Dann hier Aktionen auf der rechten Seite einfach auf neue Regeln hier gehen. Und genau, hier ist der Regeltyp, ja. Hier ist Programm jetzt auch auswählen hier. Hier haben wir noch ein paar Optionen, ja. Genau, wir lassen das jetzt hier beim Programm. Hier einfach Programm anklicken. Hier wählen wir aus, hier einfach auf Durchsuchen und unsere Exe-Datei auswählen. Ich lasse das jetzt meinetwegen hier mein Phone Explorer Exe, ja. Die Exe-Datei einfach doppelklicken und dann hier auf Weiterklicken. Zack. Hier darauf achten, dass hier markiert ist, Verbindung blockieren. Ja, hier kann man dann im Nachhinein, wenn man ja, zulassen, oder hier gibt es noch ein paar Optionen. Hier, wenn man beispielsweise zulassen, wenn die Verbindung verschlüsselt ist und so weiter. Ich mache mal jetzt abbrechen. Genau, wir wollen jetzt alles komplett blockieren. Ja, das Programm soll überhaupt keinen Internetzugang mehr haben nach außen. Genau. Dann einfach auf Weiter hier. Hier gibt es noch ein paar Optionen, Domäne. Hier können wir auswählen zum Beispiel. Also wenn wir jetzt den Haken hier rausnehmen, dann wird die Verbindung ist dann zugelassen, wenn wir mit einer Domäne verbunden sind, in einer Domäne, ja, oder wenn wir zu Hause meinetwegen privat in einem privaten Netzwerk sind oder öffentlichen Netzwerke hier. Wir lassen den Haken über alle gesetzt, ja, damit das komplett blockiert ist. Ja, und klicken auf Weiter. Hier können wir einfach einen beliebigen Namen hier uns eingeben, dass wir wissen, worum es geht. Ich mache mal von Explorer meinetwegen. Hier können wir eine Beschreibung optional, wenn wir möchten, ja, eingeben und dann einfach auf Fertigstellen. Und schon ist ja unsere Regel hier erstellt. Und dieses, in meinem Fall hier zum Beispiel der Phone Explorer, das Programm, das hat jetzt keinen Zugang mehr zum Internet. Wir können im Nachhinein natürlich hier noch, hier können wir die Verbindung zulassen, wieder, ja, oder hier mit dem, ja, ändern, hier anpassen, wenn wir möchten. Genau. Wenn wir löschen möchten die Regeln, dann geht es natürlich auch sehr einfach. Einfach hier die Regel markieren, die wir löschen möchten. Und dann hier Aktionen auf der rechten Seite, ja. Und einfach hier auf Löschen klicken, auf dem roten X. Zack. Nochmal bestätigen, wirklich löschen, ja. Und schon ist die Regel wieder gelöscht. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, wie immer einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.